Polizeikontrolle wegen Kompakt-T-Shirts. Die Frauen, sie mussten sich umziehen auf offener Straße und währenddessen keine 100 Meter entfernt gibt es eine Messerstecherei, weil die Polizei ihre Prioritäten falsch gesetzt hat. Ein Vereinsverbot ist ein Witz im Vergleich zu Leuten mit einem Messer auf der Straße. Aber hier werden junge Damen dazu angehalten, ihre T-Shirts auszuziehen, weil sie beschlagnahmt wurden, weil ein Kompakt-C darauf ist. So weit ist es gekommen und dem noch nicht genug. Die erste Klage gegen Nancy Faeser wegen Kompakt ist heute Morgen rausgegangen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist kein Spaß, das mit der Klage ist schnell erzählt. Es gibt hier einen findigen Rechtsanwalt. Rechtsanwalt Pankeller verklagt die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Ministerium des Innern und Heimat, vertreten durch Frau Nancy Faeser, wegen Amtshaftung. Und zwar geht es ihm darum, dass er ein Jahresabonnement für das Kompakt-Magazin abgeschlossen hatte und ihm jetzt natürlich noch 7 weitere Ausgaben für dieses Jahr nicht zugestellt werden können. Dadurch ist ein Schaden in Höhe von 40,80 € entstanden, welche der Anwalt nun von Frau Faeser gerne erstattet hätte. Außerdem ist er der Auffassung, wie viele, viele weitere, dass die Verbotsverfügung rechtswidrig ist. Das ist ein schwieriges Thema, das wird die Zukunft zeigen. Die Pressefreiheit steht im Grundgesetz, das Verbot steht allerdings auch im Grundgesetz, Artikel 9 Absatz 2. Schwierig, schwierig. Also die Argumentation des BMI halte ich für wahnwitzig, aber man kann das nicht von der Hand weisen, dass es bei Herrn Elsässer auf jeden Fall Dinge gibt, die zu beanstanden sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir werden sehen, ob wir ein Eilverfahren diese Woche kriegen. Es geht jetzt mal um das Tragen von T-Shirts des Kompakt-Magazins oder Vereins, wie ihr das immer nennen wollt. Es war in Chemnitz. Und zwar am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr gab es eine Versammlung einer Kleinstpartei. Falls ihr es gesehen habt, Weichreite war vor Ort und hat gestreamt. Ich danke für deine Aufnahmen und Gruß geht an dich raus. Wir haben uns noch nie getroffen, kommt mit Sicherheit irgendwann mal vor. Es gab dann einen kleinen Aufzug über die Brückenstraße und die Bahnhofstraße und so weiter. Sie sind einmal im Kreis gelaufen mit ca. 250 Personen. Gegen 20.10 Uhr wurde die Versammlung beendet. Um 20.05 Uhr, 5 Minuten vor Versammlungsende, gab es hier allerdings einen schwer verletzten jungen Mann, der sich auf die Straße gerobbt hatte. Und die Beamten, die die Versammlung absicherten, kümmerten sich dann um den 24-Jährigen. Und da muss man mal sagen, würdet ihr diese Versammlung einfach in Ruhe lassen, hättet ihr euch von Anfang an um ihn kümmern können. Der junge geschädigte Mann ist in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Nationen in einen Streit mit einem Bekannten geraten. Die Meinungsverschiedenheiten sollen den Landsmann dazu gebracht haben, den 24-Jährigen mit einem größeren Messer die Verletzungen zugefügt zu haben. Die Ermittlungen gegen den 27-jährigen syrischen Staatsbürger, ihr habt es ganz richtig gehört, Syrer sticht Syrer ab in Chemnitz, währenddem nebendran eine Demonstration läuft für Kompakt, wo die Polizei hingegangen ist und hat die T-Shirts beschlagnahmt. Das Verwenden von verbotenen Vereinen, das Tragen von verbotenen Kennzeichen, sie ziehen hier eiskalt durch. Und da muss man mal sagen, Leute, ihr sollt Maß und Mitte nicht aus dem Auge verlieren und ihr seid willfähige Steigbügelhalter des Innenministeriums. Leute, wegen einem T-Shirt zu drangsalieren und zu verfolgen, sorry Leute, nee, überhaupt kein Verständnis dafür. Vor allem, wenn, dann macht man eine Anzeige und prüft das gerichtlich. Nein, sie haben das T-Shirt sichergestellt. Lasst es doch den Leuten. Ja, es ist verboten und in der Verfügung steht nicht drin, dass alle jemals erstellten Produkte mit diesem Logo eingezogen werden sollen von der Polizei. Es dürfen keine neuen verkauft werden. Oder habe ich da was falsch verstanden? Es geht hier auch um mehrere Personen, wie Sie hier sagen. In den Fällen hatten Teilnehmer der Versammlung T-Shirts mit Kennzeichen des Vereins im Corporate Design getragen. Oh, Sie wissen, was Corporate Design ist bei Frau Nancy Faeser. Ist ja wirklich verwunderlich. Bei ihnen handelt es sich um 2 Frauen, 39 und 66, sowie 3 Männer, 48 und zweimal 58 Jahre alt. Alle mit deutscher Staatsbürgerschaft. Ja, genau. Angeblich soll hier auch noch ein Hitlergruß gezeigt worden sein. Das wäre wirklich unschön.
Ich weiß gar nicht, ob das bei Weichreiter mit drauf ist. Ein Jugendlicher, 16 Deutsch, trug ein T-Shirt mit einer verbotenen Triskele darauf. Beim dritten Sachverhalt hatte ein Teilnehmer, 52 Deutsch, Patches mit verbotenen Symbolen an seiner Weste. Weiterhin gab es einige Versammlungsteilnehmer, die sich politisch geäußert haben, die nun von der Staatsanwaltschaft Chemnitz strafrechtlich geprüft werden. Ah, Leute, ihr habt nichts zu tun, ja, ihr habt nichts zu tun. Also nochmal hier, es ist Wahnsinn. Keine 100 Meter von diesem Polizeieinsatz entfernt schlicht sich Syrer und Syrer gegenseitig ab. Leute, merkt ihr das überhaupt, was ihr da macht? Ihr seid Wahnsinnige, ihr seid Wahnsinnige. Leute wegen dem T-Shirt verfolgen, ja, und die Hamas in Berlin machen lassen, was sie wollen, ja. Alles wird beschmiert. Alles wird in den Dreck gezogen. Aber die drei Deutschen in Chemnitz, ja, mit dem T-Shirt, ihr hier oben, Leute. Ja. Tut mir leid, dass ich so lachen muss. Es ist ein ernstes Thema, aber wenn ich nicht lache, dann fange ich an, wütend zu werden und irgendwas kaputt zu schlagen, wahrscheinlich. Deswegen, ich reagiere mich ab, indem ich darüber mich belustige und sage, ihr seid einfach alle wahnsinnig, ja? Ihr seid so Wahnsinnige, aber gut, ja. Sie können nicht anders, sie sind am Ende, sie stehen mit dem Rücken an der Wand und fangen an, wild um sich zu schlagen. Genau das kommt dabei heraus. Es ist unklar, mit wie vielen Polizisten sie hier im Einsatz waren, aber natürlich, 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 natürlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, ja? Die Messerstecherei in Chemnitz zwischen Syrer und Syrer im Mehrfamilienhaus hätte es sowieso gegeben, ja, wahrscheinlich. Aber warum setzt ihr Polizisten auf so eine kleine Demo an, Leute? Das sind keine NPD-Leute, die da demonstrieren. Das ist nicht der dritte Weg. Aber gut, ihr in Sachsen, was soll ich sagen? Ich bin fasziniert, wie das Ganze jetzt hier das Sommerloch füllt und wie schnell Frau Faeser dann hier ihres Jobes entledigt wird. Wenn das Verbot nicht hält, kann sie wirklich einpacken. Ansonsten schreib mir mal deine Meinung, was du davon hältst, dass inzwischen Frauen in diesem Land von der Polizei genötigt werden, ihr T-Shirt auszuziehen, weil es beschlagnahmt wird, anstatt mal die Mörder, Messerstecher und Vergewaltiger konsequent in Haft zu nehmen, anstatt sie jedes Mal nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder zu entlassen. Ihr wollt die Bevölkerung schützen? Dann macht es endlich! Macht es! Ihr seid die Exekutivgewalt, nicht ich! Ihr könnt die Leute einkassieren und in euer Loch schmeißen, ja? Ihr könnt auch eine durchgedrehte Innenministerin ins Loch schmeißen und den Schlüssel wegwerfen. Niemand braucht Frau Faeser. Absolut niemand. Vielleicht die Antifa, ja? Linksextremistische Innenministerin verbietet rechtsextremistisches und der Pressefreiheit stehendes Blatt. Das wird spannend, Leute. Das wird spannend. Das wird spannend. Ich halte zwar Herrn Elsässer auch nicht für den besten Typen, aber die Juristen haben hier eine einhellige Meinung, dass das zu weit geht. Und da wird es wirklich spannend, weil im Grundgesetz am Anfang unter den ersten 10 Artikeln, ja, das sind ja die wichtigsten Grundrechte. Als erstes kommt die Würde des Menschen. Dann kommt irgendwann, ne, 5 war das, glaube ich, ne, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Und in 9 kommt schon das Verbot. Ja? Und das ist so, die konkurrieren miteinander. Also man kann nicht sagen, dass man nichts verbieten darf in diesem Land. Das Grundgesetz sieht das eindeutig vor. Ja? Ich kann euch das gerne auch nochmal zeigen, weil das viele Leute immer vergessen, was da eigentlich steht. Und zwar, alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Na, logisch. Zweitens, Vereinigungen, deren Zweck oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. Da steht, sind verboten. Das ist der Grund, warum Faeser sagt, sie hat das im Alleingang durchgezogen. Der Argumentation folgend hat sie recht. Wenn eine Vereinigung einen Zweck hat, der, ne, die verfassungsgemäße Ordnung, dann sind sie verboten. Nicht, dann werden sie verboten oder dann werden sie angeklagt, sondern dann sind sie per Artikel 9 verboten. Darauf beruft sie sich hier und das wird wirklich spannend, weil das in Konkurrenz zu Artikel 5 steht und auch zu Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich denke, bei der Würde des Menschen kriegen sie Ansatzpunkte für Herrn Elsässer. Aber die Verbotsverfügung ist anders aufgebaut und anders formuliert. Da sieht man, es waren wohl wieder Mitarbeiter des Ministeriums mit Parteibuch und gefärbtem Inhalt. Es ist einfach Wahnsinn, ja? Aber gut, wir werden sehen, was am Ende dabei herauskommt. Und ja, in diesem Land ist jede Firma ein Verein. Ihr dürft euch nicht an dem Wort Verein aufhängen. Das Wort Verein ist eine Kurzform für das Wort Vereinigung und eine Vereinigung sind alle Zusammenschlüsse hier von Personen, die, ne, also das ist juristisch einwandfrei. Auch die BASF AG ist nur ein Verein. Auch ich bin am Ende nur ein Verein. Bei mir kommt die Besonderheit hinzu, ich bin eine Ein-Mann-GmbH.
Ich habe keinen Zusammenschluss mit wem anders. Mich könnte man nicht verbieten aufgrund Artikel 9. Ich bin keine Vereinigung. Ich bin alleine. Sobald ich mir einen Angestellten hole, zähle ich als Vereinigung. Das heißt, wenn die von Kompakt jetzt alle selbstständig, jeder sich einen eigenen YouTube-Kanal macht, dürfen die einfach weitermachen zum Beispiel. Das ist keine Ersatzorganisation. Deswegen, es bleibt spannend. Sie wollen mit einstweiliger Verfügung dagegen vorgehen und Ende nächster Woche wieder voll in Betrieb sein. Das wäre die heftigste Klatsche für unsere Innenministerin überhaupt. Aber wir schauen mal, ob es überhaupt einstweiligen Rechtsschutz gibt dann vom Gericht. Wir kennen ja Deutschland eher nicht. Eher nicht. Da wird lieber der ganze Geschäftsbetrieb einkassiert, bis man dann irgendwann mal schauen kann. Oh, Sie hatten ja doch recht. Naja, dann geben wir Ihnen jetzt Ihre, oh, Ihre Autos haben wir auch schon verkauft. Ja, Ihre Magazine. Ja, also wir geben Ihnen alles zurück und dann können Sie mal gucken, ob Sie, wenn Sie ein Jahr lang kein Magazin gebracht haben, alles wieder irgendwie ans Laufen bekommen. Ein hoher sechsstelliger Betrag wurde ebenfalls gepfändet, aber ja, der deutsche Staat kann Raub an Firmen machen, wenn sie den Strafgesetzen zuwiderlaufen. Wenn wir jetzt hingehen und wir gründen eine Firma, keine Ahnung, zum Beispiel das Deutsche Königreich GmbH, jetzt mal hier in die Reichsbürgerszene abgedriftet, und unser Ziel der Firma ist es, die Bundesrepublik Deutschland zu überwinden als Republik und wieder in ein Königreich einzuführen. Das richtet sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung, ja, weil das dann Geschäftszweck der Vereinigung wäre. Die könnte man einfach so verbieten. Deswegen sind ja auch alle Königreichbewohner im Moment in Selbstverwaltung, weil sie dann keine Vereinigung darstellen. Aber das Beste heute war, dass der Anwalt seine Abonnementgebühren von 40,80 Euro gerne zurück hätte und dafür auch Klage eingereicht hat. Die Klageschrift selbstverständlich gibt es hier auch. Landgericht Köln, Amtshaftungsklage gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Nancy Faeser. Schadensersatz auf Amtshaftung. Leute, Popcornzeit, Popcornzeit. So eine spannende Sommerpause hatten wir schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch alle in Urlaub fahren. Viel zu viele Themen, viel zu viel zu diskutieren, viel zu lustig, Leute. Abonniere oder deabonniere mich ganz dir überlassen. Du kannst auch einen Daumen hoch da lassen, einen Kommentar oder das Video einfach an Freunde und Bekannte schicken oder auch einfach es in der Versenkung verschwinden lassen, wie du eben möchtest. Bei mir ist jeder frei, ich koste keine Zwangsgebühren und ich habe Spaß dabei. Damit sage ich ciao, bis bald.